So, willkommen bei Kapitän, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Selbst die Aussprache von Google klingt scheiße. Let's Play Folge 2. Mein kleines zweites Special-Projekt. So, wo sind wir? Wo waren wir? Wir müssen Richtung der Sonne, der Wolken laufen, also nach da. So, also klopfen wir jetzt mal hier noch ein paar. Ich dachte gerade schon, oben ist jetzt dieses Debug-Information aktiv, aber das ist einfach nur diese Statusmeldung. Hab ich gerade schon verschreckt, ey. Dachte schon, jetzt geht's los. So, wir können mal kurz ein paar Pilze, die wir gesammelt haben, mal hier in die Hand nehmen. Wir haben Hunger. Also diese Flachking-Tier ist eigentlich schon für den Hausbau eigentlich schon ideal. Ich will mal nur gucken, ob wir hier auch irgendwie so Strandnähe kommen. Weil das wäre dann zum Bauen natürlich noch besser. Dann haben wir nämlich gleich eine Fläche, wo wir unser Feld anlegen können. Aber da hinten kommen Kiefern. Oder? Ach so, ja, sicher gar nicht. Ich schon wieder. Er dürfte aber Kiefern sein. Yay, wir haben Strand. Okay. Dann betrachte ich das hier als unsere Hausungsgegend. Die Gegend sieht jetzt sogar richtig geil aus hier. Nice. Okay. Machen wir. Genau so machen wir das. Das heißt, wir nehmen den Bereich in Anspruch und zwar von ist natürlich jetzt Schwachsinn, das genau so zu machen, dass wir hier. Hä? Wie geht das Wasser nicht mehr aus? Ach ja. Ach komm. Nein. So. Nach unten baggern ist nie eine gute Idee. Ich würde lachen, wenn wir jetzt gleich in die Höhle fallen. Oh! Höhlenkohle! Digga! Ich wollte gerade einen Bereich abstecken und nicht hier Kohle baggern. Ja, also Kohle findet man tatsächlich relativ früh. Aber wie gesagt, Eisen, das wird eine Quatsch. Ich wollte nicht. Das hier. Area 51. So, danke. Jetzt muss ich nur gucken, wie komme ich hier raus. Hallo? Danke. Jetzt verschwendet unser gesamten Sand. Wobei, Sand brauchen wir am Anfang weniger als Eisen. Als Stein. Von daher nehme ich das jetzt tatsächlich mal ein bisschen die Sandverschwendung hier in Kauf. Weil davon brauchen wir derzeit mehr. So, dann gucken wir mal, bis wohin wir den Bereich markieren. Also diese Einbuchtung hätte ich auf jeden Fall gerne mit drinne. Dann werden wir wahrscheinlich hier unser Haus bauen. Das heißt also, ich muss auf jeden Fall hinter das Haus und dann noch einen schönen Bereich für die Farm. Also bis hier hinten. Einmal richtig schön. Oh, einmal richtig schön hier abstecken, ne? Oder den gesamten Bereich uns untertan machen. Ist hier über mir frei? Nein, da ist frei. Ja, wir können gar nicht so weit hoch, weil mein Sand nicht reicht. Der ist Bullshit. Komm hier. Nee. Oh, komm, Blätter. Blätter. Goddammit. So, das sollte aber ausreichen. Und dann machen wir Position 2. Und dann sagen wir einmal Protect Base Home. Ich mach Home. Genius! Wir sind gerade bei der dritte Bereich in dieser Welt. Okay. Damit gehört diese Fläche jetzt uns und wir können hier tun und machen, was wir wollen. Und haben sogar welche Äpfelbäume, die uns reichhaltig ernähren werden. Wir hätten also gar nicht so viele Äpfel pflücken müssen. Aber gut. Kann ja nicht schaden.
So, was wir jetzt allererst machen, geht gar nicht. Scheiße, wir können uns gar keine Locket Chests erstellen, weil wir haben noch gar kein Eisen. Ah, das ist Bullshit. Wir müssen also erstmal wohl oder übel alles im Inventar halten. Okay, gut. Dann heißt das also im Klartext, ja. Ach komm, zuallererst machen wir das Ding hier mal weg. Terraforming hat er noch nie geschadet. Ach komm, das mach ich mal weg. So, easy. Okay, was wir als allererstes brauchen, ist Eisen. Das heißt also, wir werden tatsächlich erstmal irgendwo uns eine Höhle suchen müssen, wo wir sehr tief runter können, oder wir müssen uns selber eine Höhle graben. Das ist scheiße. Weil wir brauchen ja Eisen für Locket Chests. Quasi gleich unsere erste große Herausforderung. Aber da ist schon Gestein und Gestein sagt immer, da ist eine Höhle. Jawolla! Oh, oh! Yay, wir haben den perfekten Punkt gesucht, um uns ein Haus zu bauen. Wir werden gefickt. Gut, können wir uns hier eine Treppe runterbauen? Das sieht schon mal gut aus nach etwas, was für eine Treppe braucht. Brauchbar ist. Yay, yeah, wir haben einen Knochen gefunden. Können wir Bone Meal erzeugen, erschaffen. Wow, oh fuck, unter uns geht's ja noch. Och nö, ernsthaft jetzt? Gut, dann gucken wir mal hier, ob wir hier besser, nein, nicht runterfallen. Wobei, ehrlich gesagt, können wir eigentlich doch runter. Dann bagger ich den ganzen Scheiß hier mal weg. Ist da mal gleich wieder Sand. Oder Erde. Und Sand ist ja was anderes. So, hoffe ich mal, dass hier drunter mehr ist. Wahrscheinlich aber auch nicht. Ah Gott. Okay, wir werden uns also wohl oder übel. Ja, guckt euch mal das an. Scheiße. Ja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Wie kommen wir hier rein? Ohne instant auf die Fresse zu fliegen. Kommen wir da hinten rein? Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier hinten besser rein können. Reinkommen. Ein Schwein. Ich habe ein Schwein gesehen. Oh, wir haben kein Messer. Wir haben kein Messer. Scheiße. Nein, spring nicht! Spring nicht! Ich hab doch kein Holz! Also keine Stöcker. Da komm mit her. Schnell, auch mein Schwert! Schweinefleisch ist sehr nahrhaft. Digga, lass mich mal in Ruhe. Arschloch. Okay. Ja, können wir uns hier irgendwie hochbaggern? Auf jeden Fall, wenn wir uns hier hochbaggern, müssten wir uns auf der Ebene hier hochbaggern. Das heißt also, ich würde mal versuchen, hier jetzt einen Weg reinzubuddeln. Super, jetzt habe ich natürlich meine Spitzhacke weggepackt. Jawoll! Juhu! Wir sind Weltmeister! Hä? Wow! Der Server soll gerade doch mit Karten generieren beschäftigt hier. Der hängt ja ganz schön hinterher. Okay, oder auch nicht?
Kannst du mich mal dann hinterherhängen, wenn ich es brauche, Arsch? So, Fackeln. Weil es gibt's ja immer... Ach du Scheiße. Oh nee. Ach doch, geht. Ich dachte gerade schon, hier kommt gleich ein riesiges schwarzes Loch. Gravitationsfeld 2000. Ah, Kohle kann man am Anfang auch immer gebrauchen. Das Problem ist nur, wir kommen hier gar nicht weiter. Scheiße. Ich komme doch gar nicht mehr raus. Uh-oh. Komm, ganz langsam. Oh Gott, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Obwohl, nee. Ah, geschafft. Ach komm jetzt, bitte mal hier. So, haben wir Weg raus. Ich glaube, ich werde den Weg aber noch weiter baggern, weil wir müssen hier relativ weit runter, so wie es aussieht. Schaffe ich es denn, eine Fackel hinzusetzen? Ja, doch. Ja, easy. Ah, wir müssen ganz schön weit runter. Okay. Dann machen wir das. Dann grabe ich mich hier erstmal schön anal, diagonal, vertikal runter. Spitzhacke AD. Es wird doch natürlich ganz schön dunkel hier. Ich sollte mal Fackeln aufsetzen, aufstellen. Sonst haben wir gleich den ersten Dungeon Master vor unserer Nase. Und das mit nicht vorhandener Rüstung, habe ich gehört, ist nicht so gut. Oh mein Gott, Alter, bin ich gerade erschreckt. Alter! Da wartest du jederzeit, dass hier ein Monster auftaucht und dann bumm! Yay, yeah, wir sind Berganfänger! Haha! Haben wir die ersten zwei Awards gleich durch. So, kommt ein bisschen Licht ins Dunkel. Aha, da siehst du, hat doch perfekt gereicht. Okay, so groß ist die Höhle gar nicht. Ich dachte, die geht noch weiter runter. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Wow. Er hat sich ja echt voll gelohnt. Ah, super. Yeah, wir haben dreimal Kohle. Fuck! Okay, das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal instant unsere... wow. Unsere erste Spitzhacke. Aus Stein. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier irgendwie an Eisen rankommen. Wir brauchen mindestens zweimal Eisen, weil ich würde schon gerne eine große Truhe irgendwie so aufstellen. Das wäre mir ganz lieb. Aber wie gesagt, das Problem ist halt hier, Eisen ist echt rar. Wir könnten natürlich auch alternativ abbrechen und hier gleich die Höhle verlassen. Gucken, ob wir noch irgendwo eine bessere Höhle finden, die weiter runter geht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die weiter runter geht, aber gut. Nein, doch, auch richtig. Wollte gerade das Falsche anbauen, und zwar Kohle, und habe aber mich beim falschen Anbauen so vergriffen, dass ich durch das Falsche falsch anbauen was Richtiges angebaut habe. Digga! Brainfuck! Also, und schon sind unsere Fackeln leer. Oh, hier ist Kohle. Mann, Alter. Wir brauchen schleunigst Eisen. Okay, also die Höhle hier war schon mal nichts. Dann bauen wir hier mal alles ab und verlassen die Höhle mal. Eine Ratte. Oha, auch schon wird es wieder dunkel. An die komme ich nicht mehr ran, oder? Ne. Da gerade so aus, als wenn die Fackel da gedroppt wäre. Halleluja. Da hinten ist ja auch noch was. Achso, nee, das war ja die Fackel, die ich gerade versucht habe abzubauen. Oh mein Gott, du schon wird's dunkel. So.
So, haben wir gleich mal ein paar Äpfel-Intos und dann verlassen wir mal die Höhle hier. Ist ja eher ein Trauerspiel als eine Höhle. Wo geht's hoch? Leute? Ach, da. Ach, komm jetzt rauf. So. Und als Zeichen meiner tiefen Trauer kommst du gleich wieder zu. Aus Ende, finito, Feierabend. Ja, hat keiner gesehen. Gut, dann war die erste Höhle also schon mal ein Reinfall. Tja, wo bekommen wir denn jetzt auf die schnelle Eisen her? Ach, wisst ihr was, komm, ganz ehrlich. Wir bleiben hier bei der Höhle. Dann erstelle ich halt noch ein paar Fackeln. Ist jetzt auch nicht das Problem. Oh, die hier waren völlig umsonst. Nicht, dass da irgendwelche Monster spawnen. Okay. Ja. Ich sing ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Ich sing ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Daran. Fuck! Schon wieder alle. Kaputt. Bitte, kann ich mal in eine Höhle kommen? Alles, was wir brauchen, ist eine Höhle. Ich mache mal die Gang ein bisschen größer, ist mir ein bisschen zu klein. Alter, was ist denn hier los mit meinem Timing heute? Boah, ich ziehe immer zu schnell weg. That's what she said. Geht doch. Das ist Timing. God damn it. Ich werde langsam alt. Oh mein Gott. Gerade Kies? Nee, doch nicht. Sah gerade so aus, als wenn da Kies wäre. Alter, hoffentlich kommt jetzt hier kein Monster. Wobei, wir könnten uns ja eine Holzrüstung bauen. Rein theoretisch. Aber das Problem ist halt, die hält halt quasi gar nichts aus. Aber sie wäre halt immerhin besser als gar nichts. Wisst ihr was? Komm. Wir brauchen für eine Rüstung 24. Das heißt, wir brauchen. Boah. Ich kann nicht mehr rechnen. Ach doch. Hey, hey. Was mache ich denn hier? So, dann einmal das und das. Und das und das. So, dann haben wir einmal eine Hose, einmal eine Kapuze, einmal Schuhe. Und dann brauchen wir noch das. Wir können uns rein theoretisch auch gleich ein Schild machen. Da brauche ich aber nochmal Holz. Und zwar brauchen wir denn das. Dankeschön. Achso, da. So, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Rüstung.
nicht das Beste, aber für einen Überraschungsangriff von einem Monster reicht es schon aus, dass man nicht instant stirbt. So. Alter, hier gibt's ja echt kaum Mineralien. Also, ich sag's ja, wie gesagt, dieser Map-Gen, der ist echt stiefmütterlich. Der gibt uns quasi gleich am Anfang erstmal eine schön schwere Aufgabe. Ihr sucht erstmal, ne? So, wir brauchen Fackeln. Wir brauchen erstmal Holz. So, brauchen wir Fackeln. Und dann brauchen. Komm, ich mach mal noch einmal. So, dann haben wir hier noch vier Spitzhacken. Easy. Achso, brauche ich ja noch gar nicht. Da wollte ich gerade verfrüht eine Spitzhacke bauen. Ey, gut, ob's ja nicht. Sag mal, kann es sein, dass wir gerade voll Pech haben und einfach an alle Höhlen dran vorbeibuddeln oder so? Keine Ahnung. Gibt's doch gar nicht. Ach Gottchen. Und ich fand die Höhle so vielversprechend. Naja, viel versprechen und viel halten sind leider zwei verschiedene Sachen. Fuck! Boah, sag mal, wie tief muss ich denn noch, damit ich immer auf ein paar Mineralien treffe? Wir finden ja nicht mal mehr Kohle. Ich glaube, dieser Map-Gen wurde für Hardcore-Gamer entwickelt. Yeah, wir haben Kohle gefunden. Vielleicht sagt das, dass hier eine Höhle ist. Gott. Grammatika verkacktaka. Bitte seine Höhle. Och, Menno. Okay. Schade eigentlich. Okay, cool. Also bei meiner Singleplayer-Map hatte ich, also zumindest höhltechnisch, ein bisschen mehr Glück gehabt. Da hatte ich mehr Höhlen gefunden. Da war zwar auch nicht direkt Eisen, aber ich hatte zumindest Höhlen gefunden. Was mache ich jetzt hier gerade? Das war vollkommen falsch. Das heißt also, wenn wir jetzt schon so lange brauchen, um eine Höhle zu finden, dann kann das Finden von Eisen noch mal länger dauern. Und da graust es mir echt. Ich klopfe am besten mal, wenn ich ein bisschen Kohle finde, klopfe ich mal am besten immer in die Richtungen. Vielleicht finden wir so eine Höhle. Zumindest finden wir so Kohle. Ah. Wie gesagt, Kohle ist ja auch Mineral, das kann man definitiv nicht genug haben. Aber keine Höhle. Außer die wir jetzt gerade gemacht haben. So, wo war noch Kohle? Achso, hier oben. Ja, genau. Ach Gott.
Warum lässt sich jetzt die Maps so ewig Zeit? Ich meine, wir könnten doch am Anfang erstmal Carpenters benutzen, also hier diese der Dwarver meine ich doch. Das Problem ist halt, man kriegt da kaum was rein. Dwarver. Das hier. Da bräuchte man nur eine normale Truhe. Wie gesagt, das Problem ist halt, da passt kaum was rein. Also, da passt schon eine Menge rein, ja, aber man kann halt nur vier verschiedene Items reinpacken. Das meine ich jetzt so. Es wäre also definitiv schon besser, wenn wir hier irgendwie mal normale Truhen aufbauen können. Und bei den normalen Truhen sind ja leider die normalerweise ungeschützt. Weswegen wir da Eisen brauchen, damit wir da so ein Schloss ranhängen können. Das ist echt voll deprimierend. Zumindest wenn wir hier nicht bald mal Eisen finden. Oh Gott, wir sind schon so weit weg. Das gibt's doch gar nicht. Na gut, wir machen erstmal ohne Kisten, also ohne geschützten Kisten. Ich baue erstmal normale Kisten. Dann packen wir da erstmal nur unwichtigen Krempel rein, den uns schon. Ach du Kacke! Den uns schon keiner klauen wird. Oh Gott, er kommt. Wir ziehen gerade mal eins ab. Wir sind gefickt. Komm, stopp halt. Hä, wieso schickt der hin? Wow, Obsidian. Das brauche ich nicht, ich brauche Eisen. Jetzt habe ich eine Fackel abgeschlagen, Alter. Oh. Hast du hier echt so dunkel drinne? Scheiße. Digga, warum macht so ein so ein Steinschwert so wenig Schaden, ey? Das ist ja. So. Ja, komm, komm. Okay, gleich mal was essen hier. Okay, wie gesagt, wir wollen erstmal normale Kisten. Geht ja nicht anders. Das heißt, wir brauchen eine Kiste. Davon machen wir. Nee, wir brauchen erstmal Holz. Holz, 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 Holz. Achso, ja, hier. So, bitte da einmal alles. Achso, ja, das wäre natürlich. Machen wir so hier. Komm, bam. Jetzt hier. La, 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 bam. Fertig. Die können wir dann nachträglich immer noch mit Eisen ausrüsten, also mit dem Schloss versehen. Ach halt, siehst du? So sind normale Kisten und wenn ich jetzt mit der Schleichtaste ranklicke, bam, große Kiste. Sehr schön. Da können wir erstmal unsere gesamten Krempel reinpacken, damit unser Inventar ein bisschen aufgeräumter ist. So, das wird uns schon jemand klauen. Und dann fangen wir mal instant an, hier erstmal ein bisschen was aufzubauen. Ich hätte nämlich schon gerne erstmal. Habe ich erstmal alles weggepackt, das war natürlich intelligent. Stein brauchen wir. Und zwar machen wir uns ein Hole. Geht ein Obsidian-Hole? Schade. So. Stimmt eigentlich. Obsidian ist ja eigentlich so ein super Schwermetall. Starkes Material. Warum kann man eigentlich daraus keine Werkzeuge bauen? Interessante Frage. So, hier wollen wir unser Haus bauen. Da wollen wir nicht direkt das Feld dran haben. Das heißt also, ich baue mal mein Feld lieber hier. Und da wäre es auch geil, wenn wir das Feld im Wasser hätten. Also nicht so am Ufer lang, sondern wirklich direkt im Wasser. Ey, ist mal eine geile Idee. Gut, mal gucken. Da brauche ich ein bisschen Erde für. Klatschen wir einfach hier instant. So, dann haben wir praktisch so ein im Wasser Feld. So ungefähr. Bam. Bam.
Und wieso? Okay. Wie breit machen wir ein... Guck mal nur kurz, wie viele Blöcke wir Platz haben. Also wir haben... Achso, ich sehe hier nichts. Ach komm, leck mich. 3, 4, 5, 6... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. 13 minus 1 sind 12, das wären 6. Ist mir aber ein bisschen zu viel. Gut, dann 13 minus 3 wären 10. Das ist eine ungerade Zahl, das kann man nicht durch 4 teilen. Also doch 6er Felder. Okay. Hat also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der kommt wieder raus. Und dann müssen wir jetzt hier auch wieder 6 haben. 2, 3, 4, 5. Perfekt. Passt. Okay. Das ist easy. Wir machen jetzt mal ein Feld. Das hier. Jetzt haben wir jetzt so viele Baustellen mit einmal. Na, und alleine da merkt man schon, man braucht definitiv relativ zeitig viel Sand. Gut, ich meine, den Boden hätte ich jetzt nicht mit Sand bedecken müssen. Das war quasi jetzt schon eine kleine Art von Verschwendung, stimmt schon. Ja, komm, mach ich wieder raus hier. Ist natürlich jetzt blöd, weil jetzt, dadurch, dass ich da... schon Sand hingemacht habe, fühlt sich das jetzt mit Wasser. So. Jetzt. Hä? Was laber ich eigentlich gerade? Nein! Aufgrund dessen, dass wir erst den Sand abgebaut haben und jetzt wieder Sand hingebaut haben und darunter jetzt praktisch Luft war, ist das Wasser nicht komplett gleich geblieben, sondern ist halt reingeflossen und dementsprechend war da Luft zwischen. Und jetzt haben wir wieder, weil ich die Seite hier auch noch weggemacht habe, hat sich das Wasser wirklich wieder komplett aufgefüllt. Jetzt ist es wieder eine Ebene. Kein Trauerhaus. So, das wird reichen. Machen wir hier schön. Hä? Oh. Zu früh gefreut. Was? Oh. Erstmal hier stecken. Wir brauchen viel Sand. So, können wir nämlich jetzt hier hin. Beziehungsweise den brauchen wir auch gar nicht. Weil wir brauchen ja nur als Zwischenboden ein bisschen Sand. So. Wieder weg. So, und jetzt können wir hier richtig schön Sandfeld hinbauen. Na komm. Wow. Tada! Schon sieht es aus, als hätten wir zwei Felder hier einfach im Wasser drinnen. Jetzt
völlig natürlich aus. Mit ein bisschen aufgeschüttetem Sand. Ist doch geil. Genauso sollte das sein. So, jetzt haben wir noch zweimal Sand. Das ist natürlich nice. Plus das, was wir noch in der Kiste haben. Wow, wir haben viermal Sand. Sechsmal Sand. Hey, warum ich jetzt zweimal? Achso, ja. Okay. Gut, dann sollte das jetzt erstmal damit gewesen sein. Dann, weg. Aus. Sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und dann bewirtschaften wir mal unser Feld, ne? Schau mit vor.